Und damit wieder ein Hallihallöchen und herzlich willkommen hier zurück auf der Micha Map. Ja, heute erstmal ein wenig Baufolge. Hier haben wir den Kuhfutter Micha. Ersaft. Habe ich ja gesagt. Dann leihen wir uns mal ein bisschen was. Ich muss unbedingt bald mal anfangen, Kohle zu schaufeln. Kuhfutter, Mischer. Ja, auf dem Hof wird sich schön machen, aber war jetzt eigentlich nicht so der Plan. Der Plan war eher, den hier oben irgendwo hinzuknallen. Hier so. Denke ich mal. Und ja, hier ist auch von der ganzen Ordnung. Ja, gleich mal ein bisschen alles so ein bisschen fixen. Kartoffelkocher und sowas ist natürlich für die Schweineproduktion. Jetzt stelle ich mir erstmal so das Wesentliche hin. Hier ist der kleine Rinderstall, den ich haben möchte. Ja, hier so. Den würde ich nämlich gerne relativ hier vorne stehen haben. Ballern wir jetzt mal hier so hin. Ja. Muss ich gerade mal gucken, das hier ist Wasser. Das hier wird Milch sein. Aber wo zum Geier ist denn Futter? Ah ja. Was ist das? Stroh eventuell? Hier wird dann eventuell Futter sein. So wirklich sicher bin ich mir gerade nicht. Ich bin gerade auch überlegen, weil ich glaube, der ist mir doch zu klein. Er ist schön. Wir werden den auch bestimmt irgendwo mal benutzen. Den werden wir auf jeden Fall irgendwo noch zusätzlich irgendwo dann hinstellen. Aber jetzt aktuell eher nicht so. Ja, nee, die ist mir auch zu groß. Viehweide, die kleine Viehweide für 50 Tiere. Ich krieg noch die Motten. Ja, dann scheffeln mal, was geht. Oh Mann. Oh Mann. Der Platz, der wird dann irgendwann auch ziemlich begrenzt. Damit habe ich nämlich ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass das alles so riesig wird. Packen wir mal hier hin. Straße und sowas ziehen wir natürlich gleich wieder nach. Hier so ein Wasserdings. Wasserdings vor allem. Ah. Das ist ja ungeil. Ich meine, an für sich muss der nur in der Nähe stehen. Ja. Also ich könnte den auch so hier hinstellen. Ohne Probleme. Zum Beispiel. Ihn hier soll man in der Nähe von dem von dem Dinge so stellen. Ist ja auch hier. Ziehen wir die Straße hier wieder nach. Oh Mann, ey. Nämlich das Grundstück auch schon umsetzen oder umbauen. Den Trigger hier, den machen wir jetzt auch mal direkt hier so. Das ist halt eine riesige Anlage, ne? Falsche Richtung. Ja, tiefer kann ich scheinbar nicht.
unpraktisch. Einmal kann ich, wenn ich ihn hier erhöhe. Nee, kann ich auch nicht weiter runter. Nee, er lässt mich nicht weiter runter. Das finde ich so ein bisschen minimal kacke. Ja gut, passiert. Das passiert. Das gleich mal hier alles so mal so ein bisschen an. Wegebau. Das habe ich hier genommen. Machen wir mal hier so komplett rundherum. Einfach so schlammi schlamm, schlamm, schlamm. Schlammi schlamm, schlamm, schlamm. Halt Erde. Ich habe diesen Look grob gesagt lieber. Genau wie hier werden wir das auch machen. Schön an unserer Hecke vorbei. Den Rest werde ich dann gleich mit Gras ausdicken in dem Sinne oder bestücken. Und dann wird auch nachher eine neue Wasserroute halt eingefahren. Machen wir jetzt einfach mal schön dick hier. Machen uns hier hinten noch eine Ausfahrt, mehr oder weniger. Einfach aus dem Grunde. Hier Mistplatz ist klar. Dann durch setzen wir uns hier noch eine hin. Hier ist, denke ich mal, auch klar, wieso, weshalb, warum. Also nicht wundern, es wird alles mit und mit jetzt schöner, sag ich mal. Hier müssen wir aufpassen. Hier ist nämlich Trigger für Ballen. Hier ist der Name-Trigger. Lassen wir jetzt alles mal schön zusammen und gehen dann darum. Genau, jetzt machen wir hier schön Gras rein. Jetzt sind wir auch überall. Machen wir hier auch mal ein bisschen la la la, damit das hier keiner so sieht. Natürlich werde ich auch wieder Büsche und sowas setzen. Aber alles zu seiner Zeit. Weil da, wo jetzt quasi noch Feld ist, das werde ich gleich auch einfach übermalen. Einfach damit das Bild vom Ton her stimmig ist. Ist mich verarscht. Das passt ja vorne und hinten nicht, was er da getan hat. Das passt ja vorne und hinten nicht. So wichtig sind mir halt jetzt die Wege. Das machen wir dann ganz weit größer. Für die grobe Fläche zu machen. Ja genau, jetzt vernichte ich mir hier erstmal meine Hecke. Tolle Wurst. Tolle Wurst. Habe ich ja gesagt, das werde ich hier übermalen. Einfach damit das stimmig ist. Ja, die platzierbaren Bäume, die ich drin habe, die sind ja leider nicht kompatibel mit Seasons. Aber da habe ich eine andere Idee.
Da habe ich tatsächlich eine andere Idee. Oh wei. Ich habe ja Ideen. Auch wenn man das nicht mal glauben soll. Aber hier Metallus oder Dingen so, weiß ich auch nicht so ganz. Das weiß ich auch nicht so ganz. Ah, das ist die Hecke. Schmeißen wir jetzt hier überall mal so ein bisschen lang. Damit dann quasi. Okay. Ich höre komische Geräusche aus der Küche. Ah, ich will jetzt hier überall so ein bisschen. Ist hier nichts. Lang haben. Einfach um kleinere Stellen zu kaschieren, so wie hier ist ja alles kahl. Ja, hier vielleicht auch noch so ein bisschen. Einfach damit es auch so ein bisschen schicker aussieht. Wie gesagt, Bäume, die platzierbaren, die sind leider nicht Seasons Ready, die ich hier habe. Da werde ich mir aber etwas einfallen lassen. Tatsächlich. Das werdet ihr aber zum passenden Zeitpunkt sehen. Was ist denn hier schiefgelaufen? Warum bist du denn da, bitteschön? Oh, ist bescheuert. Manometer. Jetzt muss ich hier, glaube ich, nochmal nachziehen, so ein bisschen. Mein Schlammi, Schlamm, Schlamm. Genau, ja, das hier ist ja nicht so schön gewesen. Jetzt haben wir hier so ein paar Flecken mit reinsetzen, sage ich mal. Damit das Ganze ein bisschen farblich sich unterscheidet. Einfach nur, das tut es für mich auch so schon. Ich meine, ich werde da unter Garantie wieder irgendwas dran machen. Eckmarkierungen, ja, können eigentlich an. Was ist das? Triggermarkierungen sind auch an. Okay. Das ist out, das ist in. Ja, hier unter Garantie sowieso dasselbe Problem. Genau hier. Diesel. Ich brauche 17.000. So, Diesel full. Brauchen wir hier eine Wasserversorgung. Das heißt, wir suchen uns jetzt genau ihn hier. Schmeißen den alten Wasserkurs über Bord. Fahren trotzdem noch schnell abladen. Und dann werden wir uns eben einen neuen Kurs bedenken. Weil eine Sache, die ich sowieso nicht berechnet hatte, oder ja doch berechnet in dem Sinne. Jedoch, was ist, wenn die nicht ziehen sind? Dann sieht das so ein bisschen komisch aus. Eine Sache, die ich sowieso vergessen habe, ist, wenn die Kiste jetzt leer läuft, ja, dann habe ich ein Problem. Dann bleibt der nämlich stehen. Das ist eine blöde Angelegenheit für mich.
muss ich gestehen. Also ändern wir das jetzt ab. Den alten Kurs kann ich ja in dem Sinne sowieso nicht mehr brauchen. Die Heuballen von hier können wir steinzeitig umfahren. In die Produktionsanlage. Obwohl, da werde ich das lose Stroh das lose Heu erstmal reinballern. Und lasse die Ballen hier oben liegen. Nee, lasse ich gar nicht. Die werde ich mal austauschen. Beziehungsweise nicht die Ballen austauschen, sondern das Lager selbst austauschen. Und da die Schafe erstmal eine ganze Weile noch zurecht kommen. Ja. Und die werden noch eine ganze Weile zurecht kommen. Werde ich jetzt Kurs beginnen. Er fährt gerade ab, das ist wunderschön. Ich werde einfach hier rüber tingeln. Einfach so hier rüber tingeln. Abladestation 1. Ich werde jetzt weiterlaufen lassen. Heißt, wenn der das Ding vollgeballert hat, was wirklich dauern kann mit dem Anhängerchen, kann wirklich gut und lange dauern. Weil da geht ein bisschen was rein. Sache steht, der fährt dann hier rum. Dann kann der hier lang lesen. Ui. Dann können wir den laufen lassen. Dann kann der fahren, dieser grün wird. Also der kann ja wirklich fahren. Ich werde jetzt gleich den Brecher auf jeden Fall noch sauber machen mit euch eben, wenn wir den Kurs hier haben. Ich hätte das Wasser noch nicht auskippen wollen, nicht so. Egal. Werde ich schon hinbekommen. Aber so schnell ist das Bauland da weg. Also, ja. Das war jetzt doch wesentlich schneller, wie ich dachte. Hier steht auch ein Kraut drin, das ist supi. Aber ich habe ja keine Feldstücke. Ergo kann ich dem Unkraut auch nicht gerecht werden oder Herr werden. Ja, mit den komischen, mit den Fahrspurberechnungen von Giants, das ist ja schon mal öfter komisch. Muss ich gestehen. Auf der Wiese 2 sieht man es extrem. Weil in die eine Richtung hat er dann in der Mitte was stehen lassen, in die andere Richtung nicht. Also es kam dann drauf an, je nachdem welche Richtung ich gefahren bin. Selber Winkel und alles, in dem ich gefahren bin. Aber in die eine Richtung hat er dann was stehen lassen, in die andere nicht. Total Banane. Wirklich Banane. So, da ich bin und sonst vergesse, darf der auch hier tanken, wenn er möchte. Also der Kurs ist jetzt ein bisschen länger. Der kann dann fahren und noch mehr fahren. Er kann fahren, bis er grün, blau, rot, gelb gepunktet wird. Als nächstes steht dann an, eigentlich die Sojaernte. So. Jetzt einmal Test laufen lassen, auffüllen, Pass, Puder. Auffüllen, Puder schon mal. Wenn er jetzt hier unten schon mal ablädt, habe ich
eigentlich kein schlechtes Gefühl, da oben bei den Schafen der Winkel derselbe geblieben ist, kann der dann gespeichert werden, der Kurs. Dann werde ich mir die Trichter hier noch benennen, die Wassertrichter, weil es sind ja jetzt zwei, einmal Schafe, einmal Kühe. Er lädt ab, das passt, speichern, Wasser. Jetzt sage ich dem aber noch, er soll tanken. Er soll einfach tanken. Das ist Schafe, würde ich behaupten. Den kann ich doch umbenennen. Schafe. Rinder. So, jetzt habe ich den umbenannt. So, dass es auch passt für mich, dass ich weiß, okay, das sind die Schafe, das sind die Rinder. Ja, ihr seht, der Drescher passt hier eigentlich recht gut noch rein. So höhentechnisch. Bin ich mal gespannt, ob das Schneidwerk auch sauber wird oder ob wir da abhängen müssen. Ist jetzt nicht, dass es sauberer wird. Dann hängen wir das mal ab. Ist das gerade sauber geworden? Ist das gerade ernsthaft sauberer geworden? Beim Runterlassen? Muss ich mir nochmal angucken in der Aufnahme. Oder ihr könnt auch ein Stückchen zurückspulen und mal gucken. Weil ich meine, beim Runterlassen ist das schlagartig sauberer geworden. Der ist jetzt sauber. Setzt man den noch vor die Tankstelle, kann der vorlaufen. Es müsste eigentlich auch bald schon der kleine Case kommen und sagen, hey, ich will tanken. Das dauert ein bisschen hier. Das dauert. Ich werde mich jetzt gleich auf jeden Fall um das gepachtete Feld kümmern. Da einmal mit dem Düngerstreuer drüber fliegen und dann mit dem Flug hinterher. Rein von der Theorie kann ich auch mal mit dem Kalkstreuer drüber fliegen. Polter, 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 polter. Zwecks Beleuchtung werde ich noch gucken. Aber Rinderstall. Dass die wichtigen Sachen beleuchtet sind. Das war so mein Plan. Die Anhänger habe ich schon umgebaut auf 13 Tonner. Darum auch die Plane. Deswegen auch die Plane. Obwohl die gar nicht so schlecht aussehen als 13 Tonner, finde ich. Muss ich ehrlich zugeben. Finde ich gar nicht so verkehrt. Ja, normalerweise könnten wir auch jetzt die ersten Rinder schon anschaffen. Ich meine finanziell nicht unbedingt. Ich glaube, der kleine Case hat gerade getankt. Der ist auch voll getankt. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt in den nächsten oder zwischen den Folgen Feld 10 ist ja gemietet. Das werde ich düngen und Bodenbearbeitung. Und dann werde ich weiterschauen. Weil wir haben ja noch die drei Sojafelder. Die werden wir dann auch runterziehen in der nächsten Folge. Aber dass ich bis dahin schon ein bisschen was gemacht habe. Da fällt mir gerade ein, Feld 10 kann ich jetzt düngen, aber noch nicht pflügen.
Weil da liegen noch die Ballen drauf. Da liegen noch die Ballen drauf. Das ist ja nicht schön. Hühner müsste ich auch nochmal, glaube ich, füttern. Ich werde auch mal gucken, ob ich zwischen den Folgen die Ballenlager austausche eben. Gerade das hier oben bei den Schafen. Dass ich das austauschen werde. Weil die Ballen an den Schafen, die sind eigentlich auch nur für die Schafe gedacht. Also die sind eigentlich nur für die Schafe gedacht. Und ja. Aber damit würde ich sagen, tschüss. Das war's mit dieser Baufolge.